Brot ist auch ungesund. Oder so wird uns zumindest heute erzählt. Brot ist ungesund, Milch ist ungesund, Käse ist ungesund, Fleisch ist ungesund. Überhaupt ist alles ungesund. Eigentlich sollten wir nur noch auf der Wiese grasen wie die Kühe. Und ihr habt ja auch gesehen, Gorillas sind ja auch viel stärker als wir und die sind ja auch vegetarisch oder vegan sogar. Naja, ich bin halt kein Gorilla, ich habe halt eine ganz andere biologische Struktur und Brot hat uns Menschen zu dem gemacht, was wir sind. Brot ist eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Überhaupt. Brot ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Fleisch zuerst, Fleisch braten und kochen, das hat den Menschen massiv zu dem gemacht, was er isst. Man vermutet sogar, das war einer der entscheidenden Faktoren, die uns erlaubt hat, ein so großes Gehirn zu entwickeln. Nämlich diese unvergleichbar leicht verfügbaren, extrem hochwertigen Proteine und Mikronährstoffe, die im Fleisch in unvergleichlicher Weise vorhanden sind, wie in keinem anderen Lebensmittel. Aber dann Brot ist das Zeichen der Sesshaftigkeit, wo der Mensch etwas gemacht hat, was es vorher noch nie gegeben hat, bei keinem anderen Tier. Nämlich er wurde sesshaft, hat Häuser gebaut und hat begonnen, Ackerbau zu betreiben, hat sich die Natur tatsächlich unterworfen und dann anstatt Weizen einfach direkt zu kauen, haben wir das Zeug zerschreddert und dann gebacken und dann hatten wir plötzlich noch viel leichter verfügbare Kalorien. Die Kaloriendichte des Lebensmittels hat sich massiv erhöht. Das heißt, ich muss weniger davon essen, ich muss weniger Zeit verwenden für meine Ernährung. Das ist ein extremer Unterschied. Reine Graser, reine vegan lebende Tiere verbringen einen Großteil ihrer Wachzeit einzig und allein mit Essen. Kühe schlafen extrem wenig und Pferde, die sind einfach immer unterwegs und fressen und fressen und fressen. Und es gibt halt Leute, die möchten uns auch gerne so halten wie Kühe. Und umgekehrt, Fleischesser, die verbringen viel weniger Zeit ihres Tages rein mit Essen und mehr Zeit mit Spielen und auch mehr Zeit mit Schlafen. Übrigens, was besser ist für das Gehirn. Und auch das Brot, welches unsere Vorfahren so stark gemacht hat, uns erlaubt hat, eine so extreme Hochkultur zu bauen, wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit, das soll jetzt plötzlich ungesund sein. Hanebüchene Vorstellung. Und es ist halt einfach so, es gibt tatsächlich Brotarten, die möglicherweise nicht sehr gesundheitsförderlich sind. Du musst halt nicht gleich Kuchen essen, also... Als ich in Amerika war, habe ich mich nicht mehr gewundert, weshalb die Amerikaner glauben, dass Brot ungesund ist. Weil amerikanisches Brot ist gewiss ungesund. Das ist einfach Kuchen, Mann. Da ist Zucker drin im Brot. Und was da an Zusatzstoffen drin ist, das ist mehr Plastik drin als in Pamela Anderson, ey. Also ein Kim Kardashian, müsste man heutzutage sagen. Nein, das ist richtig hart. Mehr Chemie als in der Disco der 90er Jahre. Nein, richtiges Brot ist eines der gesündesten Lebensmittel, welches ein Mensch essen kann. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, oder? Wenn du unter Zöliakie leidest, dann natürlich nicht. Ha? Wenn du eine Unverträglichkeit hast gegenüber Gluten, dann natürlich nicht. Aber die meisten, zum Beispiel hier in Europa lebenden Menschen, können sowohl Milch gut vertragen, die sind nicht laktoseintolerant, sie können auch Brote gut vertragen, sie sind nicht glutenunverträglich, sie können Fleisch gut vertragen, das liegt halt in unserer Genetik, in unserer Biologie. Und ich muss mich deshalb nicht ernähren, wie es optimal ist für zum Beispiel einen Chinesen oder einen Inuit. Ich muss mich ernähren, wie es optimal ist für mich, basierend auf der Darmflora und Genetik, denn ich habe das Wort vergessen, ist ja egal, die mir meine Vorfahren mitgegeben haben für diese Ernährung. Und ich möchte jetzt nicht allzu sehr in die Geschichte eintauchen, aber es ist schon bemerkenswert, wie diejenigen Lebensmittel, die in diesen Kulturen verbreitet waren, welche die ganze Welt jahrhundertelang massiv dominiert haben, welche die größten, stärksten Männer, die klügsten Männer, die meisten wissenschaftlichen Fortschritte überhaupt alles dies erbracht haben, wie diese Lebensmittel, diese Kultur, diese Lebensweise jetzt plötzlich so extrem öffentlich schlecht gemacht wird und alles daran ungesund und schlecht sein soll, finde ich bemerkenswert und glaube es halt alleine schon deshalb nicht. Ach, glaub doch nicht, wenn mir so ein komischer
Bill Gates Typ mit Hängebauch mir erzählen will, was gesund und ungesund ist, während irgendein krass aussehender 70er Jahre Bodybuilder mir was ganz anderes erzählt und der ist topfit und mit 80 noch fitter als Bill Gates in seinen 30ern, nicht wahr? Naja, dann könnt ihr dreimal raten, wem ich wohl eher glaube. Und wenn Studien auch zeigen, in welchen Ländern die Lebenserwartung wie hoch ist, dann könnt ihr mir schon sagen, dass diese Länder in Wahrheit viel ungesünder sind. Aber wenn wir länger leben, stärker werden, dann sind wir irgendwo gesehen wahrscheinlich auch gesünder. Oder nicht?